wisst ihr, was ich sage, dann auch einfach guten Nachmittag und grüß Gott. Und dann bedanke ich mich für die Einladung, die ich bekomme. Und ich muss schon sagen, ich bin richtig gern in die Volksschule hierher gekommen. Und dann sehe ich wieder viel, viel neue Leute. Auch wenn ein Dorf an Insen nicht mehr nicht ganz neu sind, aber so ist es mir bewusst. Na, listen, jetzt verstehe ich just, wisst ihr, mir kommt bei der Vieh, dass ich ein Glückskind bin. Aber sehr richtig, nicht Lavi. Weil allen bin ich im richtigen Moment auf dem richtigen Öster und bei den richtigen Leuten. Ja, so, weil wenn das zum Beispiel heute jetzt daheim arbeitet oder liegt auf der Bank. Nein, gewiss, da ganz allein sein, wenn man schon dabei lang. Aber so, auch so was richtig schien, wenn wir nur alle miteinander wegen ein halbes Stündel durchs Leben gehen. Und listend, jetzt beichte ich ihn frisch. Listen, gestern bin ich gesessen daheim beim Kuchentisch und da so habe ich zusammenzudenken, habe ich angehebt. Die Einladung habe ich von mir hergelegt und ja, da heißt es, ich tue von Frieden erzählen. Und, aber ich weiß auch nicht, was soll er hören will und sagt jetzt auch so, dass ich laut erzählen kann, von einer Zeit durch das oder halt ein Dorf eigentlich aus hat gegangen. Ja, aber wenn ich also denke, dann erkennt man einfach viel, das und das war zu schreiben. Ja, und das muss einfach in Erinnerung bleiben. Aber nicht laufen früher. Auch heutzutage gibt es Sachen, was ich ausschreibe und was mit zu denken machen. Zum Beispiel, wie schön das ist und wie man es freut, wenn so paar junge Leute in selten grüßen und mit uns reden. Aber nur da braucht man nicht sorgen, weil die Jungen, sie sind ja die Eltern von morgen, die verstehen das schon. Und wie viel in so Welt irgendwo, wenn wir nicht mehr miteinander redeten oder uns nicht mehr zu einem Buch hatten. Ja, so irgendwo die Welt schon, wenn wir alle lange Skype hatten und beim Handy Druck hatten. Ich sehe es bei Insta daheim, wie es an ist. So, aber zum Beispiel, wir sitzen alle um den Kuchentisch und will essen. Und toll, dass aber so viel beschäftigt. Ja, halt beschäftigt halt mit zum Beispiel mit dem Handy oder mit dem iPhone oder mit dem Essen auf dem Tisch stellen oder mit dem Löffel aus der Tür, mit Nachrichten lesen im Radio und mit Zeitung durchblätteln oder lesen. Ja, halt toll mit seinen Augen Gedanken. Ja, so viel, dass wir gar alles vergessen. Weil, hab ich schon gebetet, sein lieber Löffel schon gefragt. Und da haben wir dann auch gesagt, ja, endlich gebetet, aber wo und seit zwei Mal schon. Also, es stimmt einfach, dass die Welt, ohne miteinander zu reden, viel lernen will. Ja, ich habe halt auch Freude und schätze es ganz fest, dass wir uns mit den jungen Leuten gut verstehen. Ach, wenn wir einander die Heilös an die Nerven gehen. Ja, und dass ich da auch heute sich dann all der Handiges erzählen mag, sie hat die Entsche ziemlich lange schon gesagt. Und reden mag ich heute von Olavi, aber reden tat ja gern sie Olavi. Besinnlich hat sie gesagt und zu lachen möchte es sein. Aber selben sage ich eigentlich gleich, weil Lachen ist es halt auch so. Nein, macht mal auch nicht viel, weil es tut einfach stimmen. Nein, wirklich, weil wenn ich mir sage, man jetzt viel nimmt, eigentlich alle zu lachen, zu machen. Ja, von was müssen die selber überreden? Ja, nein, weil nicht alle Lachmuskeln werden sich zugleich bewegen.
Na, weil ich mir sicher bin, nicht alles hat für alle einen gleichen Sinn. Bei jemandem, wo ich Lachen nicht erricht, machst du vielleicht ein ernstes Gesicht. Aber es ist halt einmal so auf der Welt. Ernst gibt's und Loch hinter, gleich als Wirmere und Selina mit mehr Geld. Und alle ziehen sie seiner Kreise. Und an jeder Gur, an jeder belebt die Welt auf seine Weise. Und ich tue halt auch so. Ich denke gern und schreibe gern und lese das Gedenkte und das Geschriebene dann auch gern an die Vögel. Ah, jetzt haben wir nur ein Vernecken, bei wie kommt das? Das habe ich schon verscht, einmal geherrscht. Soll ich dann auch sagen, sie gut lesen, das halt echt. Ja, weil wisst ihr, was ich da dazu nicht sagen möchte? Ja, lesen klar, ja zum Beispiel bei einer Litanei. Ist wohl auch nicht alt, wenn man es noch ist dabei. Und so stimmt, dass wo Jahr aus, Jahr ein, ganz gewiss einmal in der Woche Nudeln sieden und Knädeln köchen. Aber ob es Gewitze, ob es Netze, ob es Schieß oder etwas Wichtiges, ja, und auch etwas Ernstes mag sich genügend wiederholen. So? Na, aber jetzt, was haben jetzt nicht so gewählt dafür? Ah ja, von früher, da zählt sie. Na, so früher. So früher haben die Leute viel weniger studierst. Aber Witze, sie sind früher viel mehr passiert. Na, so ist es stimmt. Wissen Sie, wenn man zum Beispiel den Helm. Aber es kann auch wohl sein. Jetzt sage ich es eigentlich gleich. Gewesen ist das um diese Zeit, wo sie nochmal hat man die Friegelsuppe bekommen. Die Löffel haben sie ja unter den Tisch oder auf den Wolken gehabt, lassen sie nehmen. Alle haben sie dann auf einer Schüssel ausgegessen und gegessen. Und da haben wir, auf der nächsten hat Galligen, der älteste Bühne, haben wir gesagt, weil er einen letzten Coin gesehen hat, ja, da gesagt, ich weiß, den Friegel, da beißt du auch nicht. Weil ich habe es auch schon eine Weile gechankt und im Maul gehabt. Und weil ich sie nicht gebissen habe, habe ich sie wieder in der Schüssel weiterspielen lassen. Der letzte hat dann ein wenig zu Glück ans Nagel und hat dann den grossen Friegel wieder zurück in die Schüssel gelegt. Ja, jetzt etwas von der Schule. Da in der alten Volksschule sind unsere Eltern auch schon in die Schule gegangen. Und die sind irgendwie verstanden, auch zum Beispiel unsere Mama, als ein kleines Kitschel ist gewesen, ganz tapo und ganz nutz an den Fratzlern in die Schulbänke gesessen. Nehmen wir mal an, in 1928 ein Jahr. Und selben hat es im ganzen Land und da in Stachersdorf keinen deutschen Lehrer gegeben. Nur selben haben die Schüler von den Lehrern gar nicht verstanden. Weil die um sie gesagt, la Italienisch reden kann. Ja, da wirst du die gewesen sein. Die Lehrerin hat von den Schülern nicht verstanden und die Schüler von den Lehrern nicht. Aber ich wette, sie haben es nicht da gehabt. Und ganz gewiss haben sie sich mit Denken hellisch geblockt. Weil so, bis die Gefratze ineinander der Sprache, lahm die ganzen Haustiere kennen. Die Focken und die Kühe und die Schafe und die Hähne. Ja, dass eine Kühe, weil sie Mu schreit, dass sie ein Mucke ist, sie haben sie gleich verstanden. Aber zwei dann ein Schaf nicht Mäke heißen kann. Sie hat in die Meister wieder Klärung gemisst.
Aber dass ein Breze, ein Brezemolo ist, hat der Schüler geschwind wieder gewusst. Und weil die hängen Becken und Becken und alten Becken da umeinander rennen, muss auch der Henne um sie gemut eigentlich ein Pecorino sein. Und jetzt sag ich euch nicht gleich und seid jetzt, wenn man logisch denkt, wie leicht zu verstehen. Wenn eine Henne ein Pecorino heißt, dann muss er da Hane eigentlich als Peccatore umeinander rennen. Und nicht, das habe ich nie vergessen. Auf die Weihnachtsferien, also haben sie erzählt, ist es gewesen. Selben hat die Meisterin in der Schule einmal gefragt, was halt der heimes Christkind als er so gebraucht hat. Eben, und selben hat der Schüler gesagt, ganz husig und frisch, dass bei ihm unter Alvaro di Natale ein Prezemolo gelegen ist. Und sie Ösele hat der Schießfarbenbackel hergenommen und hat gesagt, ma estra, ich habe unter dem Christbaum die 12 Farbe gefunden. Ja, aber jetzt habe ich mich verstanden, für wenn jemand hier sitzen sollte, dem es so geht, dass er mich fast oder überhaupt nicht versteht, dem könnte ich den Rat geben, du kannst dann einfach sehen, wenn die anderen lachen, halt auch ein fröhliches Gesicht machen. Na, so überall wichtig ist schon, wenn soll's, was ich so verstanden will. Ja nicht, dass das mit ins Internet zu chatten gehe. Ja, seit diese heutzutage gewöhnt. Und dann ein neuschleiniger Message schicken und die Leute in Facebook tratzen und dicken. Aber so ein Smile-Gag, so müssen sie alle verstehen. Und ich stöp ans richtig geschehen, dann heißt es, das ist easy, oder top, oder mega cool. Und an jeder Locke heißen sie heutzutage ein Swimmingpool. Und bei etwas nicht mehr nöbel ist, dann heißt es, das ist out. Und einen Stress hat man, weil man es nicht zu rasten getraut. Jetzt bin ich pronto sogar toll anstatt die Pins. Und die blöden Hülsen heißen sogar Roller-Jeans. So, da kommt man schon ins Denken. Ja, ich tue mich oft verstehen, wie schleinig das ist mit dem Tildra-Dialekt, kann auch da was zu gehen. Na so, das stimmt schon, dass das dann überall also ein Casino geht. Und dann sag ich, na Timo, bin ich ja wieder da, weil ich ein schleiniger Macchiato zu trinken fahre. Und anstatt sie lusteln, müssen sie alle auf eine Fete gehen. Ja, und von der heutigen Flücherei tut man es recht nicht verstehen. Na, weil wenn sie uns verstehen, ich glaub's nicht, dass er selbst nicht versüchert und wieder, als wie die Alten, auf Deutsch weiterflüchert. Ja, und mit der Lady, die tut da dansen, ein Blues oder ein Swing, und ein Gag ist sie lachen und dann Song tut man singen. Ja, anpassungsfähig, sei es aber schon. Aber es war halt echt schade, wenn du einen tollen Dialekt vergessen hast. Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme die Schachtel mit. Da hat die Edli eine Schachtelgeschichte. Jetzt weiß ich nicht. Ja, jetzt lese ich einfach einmal Edli eine Schachtelgeschichte vor. Was sie sind, sie wissen das wohl, so. Oder nicht? Also listend. Wisst ihr, eine Schachtelgeschichte ist, wo man nur bedenken muss beim Lesen. Ja, das müsst ihr wissen, eine Schachtelgeschichte ist eine Geschichte, was auch wie verschachtelt ist. Und dann noch in der Schachtel drin ist. Ja, bei einem Kabarettwettbewerb habe ich mit meiner ersten Schachtelgeschichte
Geschichten gewonnen. Und dann hat er das nächste Mal wieder einen mitgenommen. Ich habe einfach gesagt, ja, wenn ein Skifahrer gewinnt, wegen selben Vorstand will ich damit beim nächsten Rennen. Ja, und als er auch nicht gesagt, Kind ins Mai Schachtel und ich will dann nicht drehen. Ja, und ich sag, wenn ich halt zahlt bin, sag ich, aber jetzt versteh mich just, wie alt oder wie jung quasi ist, sagst du überhaupt ganz wurscht. Wir werden ja Ella außen Delta. Innen bleiben ja gleich. Ja, du nicht? Ja, ich halt aber schon. Und so, man sagt ja, wie älter man möchte, wie kostbarer das man will. Ja, genau, weil so war, wenn man zum Beispiel, als Beispiel, eine Truche hernimmt. Ja, so wie älter und wie der Mäckchen der Truche ist, ja, wie mehr das, was da viel bekäme. Na, so, lesend. Dann habe ich nicht gesagt, ja, halt, dass ich wie ein Teich bin, sag ich, dass so viel wie ein Junge mit ihnen, das kann ich nicht verstehen. Und die sag ich, die möchten sein Bett oder sein Fahren mitnehmen. Ja, und dann, wo das will gehen, hab ich gesagt. Ja, bleib aber bei der Schachtelgeschichte, oder nicht? Ah ja. Sie wisst es auch, dass in allen Medien viele alle Tage die Rede von der Gleichberechtigung ist. Selbenbecken, da zähle ich sich frisch. Jetzt einmal, weil ich unterwegs gewesen bin, habe ich mich auf das verstanden. Auf der Autobahn in der Raststätte sehe ich hier einen Mann, er rennt aufs Mandoklo, in der Hand eine Tasche mit einem Backwindel. Und in Drohen auf Norden, ab Lerenz, ein stinkendes Kindl. Und bams, das rennt eins Mandoklo. Und jetzt an den Zeitalter von der Gleichberechtigung, mir sagt wirklich und gewiss ein Mandoklo, ein Wickeltisch stehe. Aber nur, das Fratzel zu putzen, müsste das Mandomensch ins Weiberleiklo gehen. Aber ja, was nicht ist, kann ja nicht werden. Und es gibt schon mehr solche kuriösen Sachen da auf Erden. Ah ja. Jetzt auch was. Ah, die Lappe ist selber nicht. Wir sind ließen klar. Schau mal, wenn ich da zum Beispiel. Wieder als Beispiel, da, also ein Backel, jetzt habe ich einen Sackel mit, was ein Mehl hernehme. Wisst ihr, dass ich da direkt viele Gänsefrieden bekomme? Nein, aber nicht, dass das Mann, die hat sie geholt. Nur, sie nicht, aber noch gedenkt haben ich halt. Ja, gedenkt und weil ich denke, sage ich, was dann, aber ich denke schon, dass sie denken machen. Nein, weil das sind schon unsinnige Sachen. Weil schau mal, da auf dem Backland steht Weizenmehl. Und nicht eins. Und nicht null. 2-0. Und ich hoffe, dass das auch jeder versteht, dass das Doppel-Null nicht mehr ist. Dass ein halbes weniger als wie null ist. Ja, stell den Gefühl, frisch gar keine Kraft ist mehr drin in den Mehlen. In den Blumen nicht und schau, das Gehle ist damit 2-0 verziehst. Und 2-0 sind sie Schlamme über der die, wo sogar der Kaiser zu Füßen bringen schiehst. Ja, genau, über der Label die. Und samt innen ist mit der Kraft und mit all dann auch viel. 0-0, ja. Doppel-null. Da lebst du, dass ich denke, nicht mehr zu. Ja, aber ich kann da sagen, Arben da Riebler. Und Arben da,
da gerben und da lüben da Knädel durch. Ja, so, das. Also, sag ich, wenn ich das auswärts erzähle, so, dann sage ich, das macht, denke ich, alle schon nicht zu denken. Sicher, sage ich, weil ich muss denken, wir haben nicht la Bio in Ahrntal. Und dann sage ich, ist mir bald wieder einmal noch gedenkt, hat nicht an sie gefallen. Nämlich, dass der Blutsbrüder von Winnetou der Olcetta hängt. Ich weiß, dass das alle den Kerl mein Held besser als wie kennt. Aber etwas sage ich, wirst du es nicht wissen. Und so etwas Wichtiges. Sei wer ihn gesagt müssen. Nämlich, dass der Olcetta hängt, ganz gewiss ein Erntaler wirst gewesen sein. Ja, wisst ihr es zwei? Ja, hoi, ein Erntaler ist das ja gewesen. Ja, Matis, siehst du, dass ein Russe so viel Ski getan und gern mit ihm geritten und umeinander gerauft. Ja, Matis, siehst du, der sein Ski in Rappen hat der Titel getauft. Und dann sage ich, also, wenn ich auswärts bin, jetzt wirst du das wohl auch anheben zu denken. Und dann wirst du sagen, die Clotilde, die alte Schachtel, die Clotilde, sollte ich alte Schachtel mit den Geschichten Laulva wieder von Arndal ausertragen. Ja, jetzt habe ich doch nicht eine Schachtelgeschichte. Die Anwesenden sind alle ausgenommen. Eine Rede halten. Nicht warum, ich bin halt der Meinung und ich nehme an, da auch nicht und ich sehe es das so und ich sehe es und ich wette, wenn ich sage, dass ich es genau sehe und dass ich schon weiß, dann sage ich die Wahrheit und sie sage, ich laufe mir keins. Ja, auch du alle reden und sagen diese nicht und machen dazu ja ganz nachdenkendes Gesicht. Die Zuhörer ließen und verstehen diese nicht, aber auch sie machen ganz ein nachdenkendes Gesicht. Ja, das ist auch eine Schachtelgeschichte. Einen alten Zitterspieler habe ich einmal gesehen. Und in mir ist eben ganz etwas Besonderes geschehen. Wie bedächtig der die Zitter ausgepackt hat. Sommertürch hat er einen Kufer drinnen gelassen. Und ganz langsam seine Sorgen gewählt, hat er sein alter Zitter auf den Tisch gestellt. Und dann hat er seine Arbeitshände bewegt, hat den Kopf ganz ein bisschen auf die Seite gelegt und hat gespielt. Und man hat direkt gefühlt, wie er heute zurückdenkt an seine Jugendzeit. Und wie er mit zittriger Hand in die Sorten gegriffen, sei auch nie ganz ergriffen. Bis ins Innerste ist mir's gegangen. Und gedenkt habe ich mir, na was dächt die Musik als kann. Ja, listen, denke ich da richtig, wenn ich sage, schöne Erinnerungen sind wichtig. Weil so eine schöne Erinnerung verbindet ins Alben mit einem besonderen Höchst, lässt ins Denken an ein gutes Wöscht und an netter Leid. Und ich hoffe, dass wir heute ein Päusel da leben, das uns als schöne Erinnerung begleitet im weiteren Leben. Ja, die Schachtelgeschichten sind wohl interessant, oder nicht? Zum Beispiel. Zum Beispiel da. Unaufgeklärte junge Leute, habe ich da die Überschrift geschrieben. Die Läuse ist ja sehr kitschig gewesen.
Und bis heute hat sie es nie vergessen, dass die Mütter hat gesagt, dass sie ja nie Unkeuschheit treiben mag. Und was Unkeuschheit ist, hat sie nicht gewusst. Sein Bein hat sie auch wie länger nachdenken gemisst. Gellig hat sie so gewagt, ihr Bau zu schreiben. Weil hat sie auch gedacht, was mag man nicht bei Unkeuschheit treiben, nicht treiben. Ja, weil sie hat sich noch verstanden, wie es auch selbst ist gegangen, was sie bei der Nähmaschine von der Nadel hat treiben gewählt. Und weil sie sich zu den Zentrifugen hat Zeichen gestellt, dann hat die Mütter alle mal gesagt, dass sie da einfach nicht treiben mag. Ja, und Kie und Facken und Gase und Schafe treiben, sie haben sie dann alle wieder gemerkt. Ja, da hat sie schon viel nachgedenkt und lange überlegt, was man über Baumkeuschheit treiben, nicht treiben mag. Ja, und sie weiß jetzt nicht, wie es auch dann über gesagt. Jetzt lassen wir die Schachtelgeschichte. Listend. Öppens macht mir heute zu denken, das lese ich viel, wenn ich zum Beispiel im Brunecken auf dem. Ah ja, listen. Da habe ich einmal im Brunecken auf dem Gemeindeplatz von Toled erzählt. Ja, und glaubt, was ich uns schon wirklich gewählt habe, so reden, dass wir alle Brunecker Bürger verstehen. Weil ich mir gedacht, wenn sie schon wegen meiner Nacht zu neuen Aussagen gehen, dann muss ich einfach schon so reden, dass sie alle auch wie mich denken mögen. Und ganz auf einmal ist mir Gott sei Dank etwas tatsächlich Wichtiges aufgefallen. Listen, habe ich gesagt. Etwas macht mich heute zu denken. So viel Rotlös schauen heute auch ein Leid in die Nacht, weil sie lachen, weil gewesen haben sie auch nicht anders gemacht. Ja, sie schauen halt, hey, nicht das so, als wie man nicht versteht. Ja, wer weiß, was in den Leid vorgeht. Und selben Becken, habe ich gesagt, adesso, io voglio provare, di raccontare all the hauntings della Valle Aurina anche in italiano. Dovete sapere, ho detto, che sono molto contenta che due lingue noi sappiamo. E per piacere mi scusate che parlo con parole semplici, perciò può darsi che ogni tanto riesci a vi. Ma vero, quello è lo stesso, perché io devo dire a voi tutti che nella Valle Aurina ho anche tanti frutti. Crescono mirtilli rossi e neri. E listamo, l'altro ieri ho nixato tanti funghi e porcini. Se la vascia ho nixato non solo piccinini. Poi crescono fragole, lamponi, cashew, zwespen, patate e albicocche. E sui campi wurden mucche, guase, schofe, cavalli, pavoni, hen und ocche. E la Valle Aurina, come sapete, per fare delle cite meravigliose, voi l'avete. Die Corona non ich sag, über 60 Montagne con l'altezza mehr als wie 3.000 Metri, e in cui si trovano Kristalli, che sono chiari und leichten viel mehr als wie Vetri. Die Gamsen saltano e l'Aquila gira come un re,
Na, hon i'n ygsog. Fi dicio, fe ni deglai am o'n sardol he. E onion o di voi umpedinc deve aspirare l'aria della valle col profumo di neve. Di Valdo sono sani e tranquilli e donna ancora a dire vili ci sono veghi da passeggiare finché potete e bei prati da riposare e ci sono lì se volete. E ancora da vedere nella valle Aurina abbiamo Scrip Museum, Bergwerk del Rame, pietre, cristalli e altro artigiano. E lo sport tipico della Valle Aurina è Srankl, quindi la lotta libera. E si capisce, sembra holdrecht, wenn a niedo hoglmoa va. E listen, ma ancora una cosa dovete sapere, che la Valle Aurina va da Sant'Irgen in su. Ma proprio Valle Aurina è giusto, pensa a Stinton Klopf, esempio. Cosa è il Klopf? Vero quello voi sapete? Sicuro, perché avete visto il castello Övo Campo Dures, di quale si dice che Fanzontna Schlüsse la radice arriva a stucchini di stone. E sotto il castello la valle è ganz schmuck. E ogni donna nuxo che è il più bello di quel castello e la vista sul sasso nero. Andate a vedere, un tonno direte anche voi. Sì, è vero. So, un tonno a Nixoc. Und adesso vi ho raccontato fandole un po' col col italiano come io lo so. Nei was das Station a Leitnik gern olm la fa fria reden hern. Fria man gito und fria man gsock und was man alls tu immer und was man alls tu müss und was man alls mag und wie sich gewesen und wie es mis a zei. Jetzt listen klar, dann a so geng gleich, dass a nieder Mensch und a nieder Generation la fa sein do. Oder halt verirrt und Gegenwort schreiben kann. Und das ist bei mir halt auch. Wenn ich jünger oder nicht älter war, dann schreibe ich ganz anders. Weil ich kann halt nie von Sonnenschein schreiben, wenn es blitzt und donnert. Aber so ist es fein, weil so nach schreiben mag man eigentlich von Goros. Schreiben mag man, sagt man, von Odatzen und von Bliegatzen, von Knack und von Düeng und von Holz und von Basten und von Racken und von Schinken und ob so da Horstütte, da Giang und von Langis und von Winter und von Borfaski und von die Zierchen, da Friang und von Pleiang und von Ganzen und von Kuttet und von Lochen und von Pitschele singen und von Brötbrücke machen. Vom Pickel und vom Waschen und vom Spiel auf die Knie und vom Noblas Beten und vom Beichtig und vom Kirchfesten Giefer, was so kern und von einem Tröge Pleuel und vom Gosse und vom Limpo und von einem Wülle Knäuel und vom Flieger und vom Planeten, von der Sonne und vom Mond und was drohen als da richtet und was der jemand kann, von der Luft und vom Wasser und vom Schnee und vom Eis und von der Amas und von den Rissen, von den Ohren und von den Meisen und von Regen und von Donnern und von Blitzen und von einem Gastel gehen und von Gasthause sitzen
wenn die Sonne liegt und wenn ein Nachthimmel voller Sterne und wenn Bienen und wenn Zwiespel und wenn Äpfel kehren, wenn Gutschel und wenn Hohablatt und wenn alles gewohnt und wenn Glücken leid und wenn Bettel und wenn Geniet und wenn Spum und wenn ein Strühsack und wenn du Pitscht und wenn die Fliech und wenn die Wanzen und wenn Wolzen und wenn Pölka und wenn Borisch und wenn Mazurka tanzen und wenn Seise gezogen und wenn Dank und wenn Blähung und wenn Lachen und wenn Gespassig heischauen und wenn ein Nähnisch machen, verturnen, verlangsam gehen, verhupfen, verrennen, verkranken, versterben, verkind und bekämen, verflicken und verwaschen, verbeteln und verdorteln und verspunzen, verkanarien, fickeln und verwitzen, erzählen und verlesen und verschreiben und verrätseln, roten und verschinden und verrackern und verrosten und schoten und vernachher voll und vernauchen, steigen und auf die Lütte gehen und verdahuam bleiben. Verspazieren gehen und verbergsteigen und verwandern und verhungern und verreden mit nun und miteinander und verköchen und verküchen und vernässen und verließen und verdummirken und vergessen und verausnen und verstricken und verhägeln und verspinnen, vergranden glauben und verpfiffern finden und verreden und versingen und verbüsseln und verkehren und verlieben und verumorben und verkussen und versichten wehen und verwüppeln und blochertüren und verfinster putzen, verhalten, Leid pflegen und verwiegen, Kinder schützen, verbroten und verbrichtigen und verübertönt, versieden und vergratschen, versumpen und vernieden, als Tür, aber wirklich annieden und verpatschen und verpuffen und verhungern und verschnellen und verstreiten und vergeschaffen und vernot geben und alles haben will, verschleien und verklätzen und verfische Türen. Verdrillinge und verzwinkler und was weißt du, paar Gitsche da, Bühe. Verdurkneten, verschütte reiben, verkropfen hintue und verkropfen legen und verbochen und dann verkropfen essen genue und verdittet die Au und verdittet die Züe und ja, mein Lieber, zu schreiben gibt's ja eine lange ganz genue. So. Jetzt ein bisschen über heute miteinander gelacht und ein bisschen über nachgedenkt und auch nirgends gemacht. Aber auch etwas nicht. Ohne Gedanken muss ich einfach sagen. Weil wenn mir etwas einfällt, dann muss ich es einfach raus. Ich kann es nicht alle umeinander tragen. Na, listen, ich sage es lange lang, vergesst nie. Ist der Tag wilde, hast du da nicht oder schiehe? Ja, vergesst nie, dass der heutige Tag nie mehr kommt. Geh nie mehr in unser Leben. Wirst es den heutigen Tag nie mehr geben. Sam Becken hat es einfach gern nie mehr gesagt. Das Wichtigste und das Kostbarste ist allem jetzt und der heutige Tag. Vergelt's gut von den Karten. Von den Brettnauern, das hat mir auch wieder erzählt, weil Brettnauern sind keiner da. Und du sagst gleich, weil man es da fühlt, da fragt man, was will weiter erzählen. Da ist ein Brettnauer heimgekommen. Die Frau ist in der Küche gewesen, bei Köchen. Na, kein Bein, aber die Tee. Und hat gesagt, bin ich ganz hin. Dann hat sie gesagt, ja, was ist denn? Heute nicht mehr so viel viel Geld ausgepostet. Dann hat sie gesagt, ja, was hast du denn getan? Ja, heute bin ich verbrunnet durch in den Böschstaat nachgerannt.
Na, die Frau gesagt, ja, was bist denn, du Frauenneisel? Weißt du, die Brennauer, die selben Frauen sind geschäftstüchtig, weißt du? Geschwind denken sie. Na, hat sie gesagt, ja, was bist denn, du Frauenneisel? Warst du hinter einem Taxi nach und gerannt, hast du da viel mehr durchpost. Jetzt geht's, so. No one for die nächsten Prozessionen. So da. Wenn am Frauentag eine Prozession ist, nicht, dann gehen sie schieben und die Felder durch und dann auch da wie Vögel beten, da Vögel beten. Heilig! 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 Na, Kalle, ich war da hinten und gesagt, ja, hat sie gesagt, wusste ja nicht, dass das Grümat ist. Jetzt war es eine Herrschaft, nicht gesagt, ganz toll haben sie gesagt, aber wir haben das halbe verstanden. Wisst ihr, was ich selber sage, wenn ich so aus was lese und dann sage, oh, da, ja, schön, was wie das? Ich habe das halbe verstanden. Dann sage ich allem, ja, die Grundvoraussetzung, Arndaler ist, sie verstehen, ist einfach ganz ein bisschen Intelligenz.